Flacklesonntag, 18. Februar. Ich habe den Tegel geschaut und habe dann im Zeitraffer schon am Nachmittag gesehen, wie es so geräuchelt hat. Und darum war mir bewusst, es ist jetzt Flacklesonntag. Dann ist das Vorfeuer angefacht, um eben nachher am Schluss die Flackeln entzünden zu können. Ja, so hat es ausgesehen, vielversprechend am Nachmittag. Im Zeitraffer. Aber eben, die Zeit ist vorbeigegangen und nachher hat sich das dann alles ein bisschen anders entwickelt. Das Wetter war eher nass, der Boden natürlich eben halt auch sehr, sehr nass. Die Flackeln ist gestanden dort in der Regen da oben. 4 insgesamt in Graps. Aber mit dieser Flackeln hier in der Regen da oben, da ist sie irgendwie nicht so richtig gelaufen. Es ist dunkel geworden, am 7. Uhr soll es losgehen, aber irgendwie hat sich da nicht viel zu tun. Jemand hat das Gefühl, es blitzt ein kleines Aufleuchten, ein kleines Aufflackern. Ich bin hochgelaufen zur Regenten und dann sind mir schon ein paar Leute entgegengekommen. Flackern aber eine nicht. Hoppla, habe ich gedacht. Und dann war mir auch bewusst gewesen, warum das hier oben eben halt nicht gar so gut brennt. Es war wirklich pfleternass gewesen. Das hat man natürlich auch schnell gesehen. Aber die Festwirtschaft, die ist ja wirklich hervorragend gelaufen und die Stimmung war gut gewesen. Aber ein paar sind mit ihren Kindern und den Flackeln, eben diesen Handflackeln, dann geht schon wieder der Berg dort abgelaufen. Die Rundsicht oben, aber die entschädigt ja für vieles, auch wenn die Flackel jetzt mal nicht so brennt. Und das kleine Feuer, das hat ja brennt. Und die Kinder haben eine riesige Freude gehabt und die Festwirtschaft ist gut gelaufen. Und dann natürlich, die Kinder haben sicher ins Bett müssen, sind durch die Ersteren schon wieder gegangen, der Berg dort ab. Die einen eben halt mit den Flackeln und den Kindern an der Hand, die anderen mit dem Kinderwagen. Die Kinder haben ins Bett müssen und eben die Flackel, hat man gedacht, die brennen noch lange nicht. Aber hoppla, jetzt hat sich das bessert. Jetzt hat es oben Feuer gefangen. Das kleine Feuer hat ja schon lange brennt, also die Kinder eine helle Freude gehabt. Und ihr seht jetzt auch, warum das wahrscheinlich war mit dieser Flackel. Sogar Autos sind wegen dieser kleinen Steige nicht mehr aus dem Dreck rausgekommen, hat daran geholfen. Das gehört ja auch dazu, mit meiner Flackel. Sonntag, ja, eben. Wenn es der Zürcher Böck so nicht brennt wie diese Flackel, dann sagt man manchmal, es gibt einen schlechten Sommer. Aber die Krebs hatten ja 4 Flackel gehabt. Und die anderen 3, die haben anscheinend mit viel Beihilfe gut brennt. Das ist die einzige, die nicht gerne so gut brennt. Das heisst, im Schnitt also wird sicher auch Grabs einen guten Sommer überkommen. Die Kinder haben auf jeden Fall eine riesige Freude. Es war sehr gut organisiert. Und natürlich die Flackern zum Brennen bringen wollen, die haben sich natürlich dementsprechend genervt. Die Melodie, die ihr auch gehört, die heisst Sommerlandschaft. Und ihr könnt sicher sein, es gibt Flackern hier oder her, gleich einen guten Sommer. Weil eins ist mal sicher, die Flackeln hier oben hätten es wirklich nicht ideal brennt. Aber das muss ja auch einmal sein. Man lernt natürlich immer wieder aus diesem und jenem. Und die Leute haben sich extrem eingesetzt. Und vielleicht ist gerade das eben auch der Grund, dass es eben trotzdem, die es nicht so brennt, eben gleich einen guten Sommer gibt. Also geniessen die Bilder und denken einfach immer daran, wie sich die Leute hier eingesetzt haben, die das Feuer hier bringen, die probieren, alles in Szene setzen. Und die Flackel hätten einmal wollen brennen, einmal wieder nicht wollen brennen. Es war undurchschaubar, was da vor sich gegangen ist. Auch die Kinder mit einem kleinen Feuer, die haben eine riesige Freude gehabt. Denken. Das ist ja auch gleich im nächsten Sommer hier. So, hast du es heute in der Hand? Ah, das sind Flackeln. Und wenn wir ganz oben dran sind, irgendwie ist es nicht. Gell? Haben wir noch nie gehabt, hä? Wieso haben wir es noch nie gehabt? Warum meinst du es? Nass, hä? Ja, nein, eigentlich oben sollte schon trockenes Holz sein. Ja, ja. Aber aufgeben wird nicht, hä? Nein.
Ja, also, gell, wenn man möchte, dass der Wein in den Süß kommt, was weißt du? Ja, kommt schon. Weißt du, flackelt, wenn du die tust? Ja, das ist recht. Schon flackelt, Sonntag. So, wie lange haben wir es gebraucht, um das aufzustellen hier? Einen halben Tag. Einen halben Tag hier, ja. Ich hoffe, weniger lang als dieses brennt. Ja gut, ja gut, wenn es dann mal brennt, dann tut es natürlich dann. Ja. Was heisst denn dort unten, dass er die Feuer dort hat? Weisst du denn? Weisst du denn, wo du so ein Zeug herholst? Vorführen, so, ja. Jetzt tut es, hä? Jetzt sind wir langsam kommen. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Nein, das kommt so. Ja, weil dort oben hast du immer ein bisschen ein Lüftchen gehabt. Das ist aber auch noch ein bisschen händig. Ja. Ja, weißt, wenn du mal irgendwie A2-Lage, Achtung! Achtung! Wenn du mal irgendwie A2-Lage drin bist. Na ja, ja, ja. Ja, da ist kein Obst mehr. Da ist kein Obst mehr. Oh, warum soll ich das hier nicht brennen? Das ist nicht lange zu früh.
Eine riesige Freude bei den Kindern auf jeden Fall mit dem kleinen Feuer. Ich bin dann irgendwann auch gegangen, weil die grossen Flackel hätten mal ein bisschen brennt, dann einmal wieder nicht. Es hat oben einfach nicht so richtig wollen Feuer fangen. Ja, und dann bin ich heimgegangen und habe mit dem Zeitraffer das aufgenommen. Ihr seht, etwa mal züngelt es wieder, man hat das Gefühl, es kommt wieder, aber dann wieder ist es zurückgegangen. Etwa um 10:30 habe ich die Kamera dann abgestellt. Es war dann dunkel. Ich weiss nicht, ist die Flackel wirklich noch richtig zum Brennen gekommen, ist sie abbrennt. Auf jeden Fall eins ist sicher, die Anstrengung war riesig. Und wenn ich denke, von 4 Flackeln haben 3 mit viel Mithilfe, es war einfach wirklich ein bisschen nass gewesen, mit viel Mithilfe gut brennt, ja, dann muss ich sagen, dann gibt es sicher einen guten Sommer auch in den Regenten und für ganz Krebs. Weil eine von 4, das kann ja mal passieren, dass sie nicht so gut brennt. Aus dieser Erfahrung zieht man sicher auch gewisse Lehren. Und eine ist sicher auch, dass nicht die Länge der Zeit, bis ein Flackeln abbrennt, dann entscheidend ist für den Sommer. Das hat sich auch beim Zürcher Böck schon gezeigt. Und das gilt natürlich auch für Krebs.